Ich bin bei meinem nächsten Job angekommen und aktuell stehe ich vor einem Funkmast auf dem Gründen. Eigentlich bin ich aber bei Skytel in Waltenhofen. Das heißt, was hat der Funkmast mit Skytel zu tun? Wie kommt er hierher und was ist meine Aufgabe? Na, das finde ich raus. Aber kurz zurück zum Unternehmen in Waltenhofen. Skytel berät und unterstützt deutschlandweit Unternehmen bei der Umsetzung von innovativen IT-Technologien, um zum Beispiel Kommunikations- und Informationswege innerhalb von Unternehmen zu optimieren. Hier teste ich den Beruf des IT-Architekten im Bereich Wireless and Mobility, bei dem sich alles um kabellose Freiheit durch Richtfunktechnologien und intelligente WLAN-Konzepte dreht. Und um intelligente WLAN-Konzepte geht es heute auch bei unserem Kundentermin in Mindelheim. Die Einrichtung von WLAN in einer Produktionshalle, und zwar so gut, dass an jeder Ecke WLAN empfangen werden kann, ist zum Beispiel Aufgabe des IT-Architekten. Genauso aber auch die Überprüfung bestehender WLAN-Strukturen, und genau das machen wir hier. Mit einer Software auf dem Laptop messen wir die WLAN-Stärke an allen möglichen Stellen der Produktionshalle. In Fachkreisen wird das auch Ausleuchtung genannt. Das Ergebnis? Das WLAN ist überall ausgezeichnet. Grünes Licht. Aus Altersgründen müssen aber die bestehenden Access Points, das sind sozusagen Signalverstärker für das WLAN, ausgetauscht werden. Dafür bereiten wir zurück im Büro ein Angebot vor, was wir dem Kunden dann in einer Videokonferenz vorstellen. Der IT-Architekt beschäftigt sich aber nicht nur mit der Vernetzung von Maschinen, Tablets und anderen Geräten in Produktionshallen, sondern auch mit Vernetzungen verschiedener Kundenstandorte über Richtfunk. Um das besser zu verstehen, geht es für mich auf den Gründen zu einem Funkmast, den Skytel geplant und gebaut hat. Was hat es mit dem Funkmast auf sich? Ganz einfach, Skytel hat einen Kunden mit zwei Standorten. Die beiden Standorte sollen vernetzt werden und da es zwischen ihnen keine Sichtverbindung gibt, muss das Signal über den Funkmast umgeleitet werden. Sobald ein solcher Funkmast fertig gebaut ist, hat auch der Einsatz des IT-Architekten ein Ende und der Mast geht über in den Service, der sich um Wartung und Instandhaltung kümmert. Das überlasse ich in der luftigen Höhe aber lieber Konstantin, Servicetechniker bei Skytel, und mache mich auf den Weg zum nächsten Job. Bis dahin, macht's wie immer gut!